Moin Moin Freunde, hier ist der Bambam und hier sind wir zurück bei World of Tanks 1.0 und wir stellen hier heute mal den neuen französischen Autoloader vor, den es im Premium-Laden im Moment zu kaufen gibt. Das ist der Saumur SM, 8er Premium-Panzer, wie gesagt von den Franzosen, gibt es zu kaufen für 39 im kleinsten Paket, 59 oder 99 Euro im größten Paket. Ja, was können wir dazu sagen? Das Ding hat 700 PS und die bringen die Kiste auf 37 km/h in der Spitze. Damit ist er nicht so ganz so schnell wie die anderen Autoloader der Franzosen. Aber er ist auch dementsprechend ein bisschen mehr gepanzert und das Plus an Panzerung macht einfach die Kiste ein bisschen langsamer. Wir haben 1450 Struktur, Sinnerachter links unten, dann haben wir nur 100 mm Kanone verbaut. Hier sogar schon mit Gunmark, wie man sieht. Ja, die Kanone hat 5 Schuss, ist eine Autoloader-Kanone mit 5 Schuss, 2,25 Sekunden pro Granate, 37 Sekunden für das ganze Magazin, alles, natürlich alles Stock mit einer Stockbesatzung, das können wir natürlich alles noch ein bisschen runterschrauben. Dann haben wir mit AP-Munition 232 Schaden und wenn wir APCA feuern, kommen wir auf 263 Schaden. Die Panzerungswerte, frontal die Wanne, 140 mm am Turm, 120 frontal, dann gehen wir von der Seite, gehen wir um die Seite rum, mal Turm 60, Wanne 90 mm und hinten haben wir dann nur noch 60, 70. Ne? Also das ist natürlich dann alles insgesamt gar nicht so viel. Aber das Ding ist eigentlich auch nicht da, um in der ersten Reihe Granaten zu schlucken, sondern um aus der zweiten Reihe Granaten massiv auszudehnen. Und das kann das Ding. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, das gucken wir uns jetzt mal an. Ich lasse jetzt einfach mal laufen. Eingesendet hat das Ganze der Centurio, den kennen wir, der hat auf meinem Kanal schon mal das ein oder andere Video rausgehauen. Er hat hier noch ein paar Zusatzrationen dabei. Was hat er dabei? Baguette. Nee, starker Kaffee. Das ist mal ein starker Kaffee. Wir gehen in seine Sicht, in seine In-Game-Sicht. Und ich bin gespannt. Wir sind auf der neuen Karte Westfield. Also die neue ist ja nicht, aber neu schön gemacht in HD. Ne? Westfield. Und wir schalten hier mal durch, dass wir die Fahrzeuge sind. In einem Slow Tier. In einem 10er, 9er, 8er Match ist er Low Tier. Also, beste Voraussetzung, um mit einem Autoloader aus der zweiten Reihe richtig schön Damage abzufarmen. Die dicken Speckschneckcher wie Maus oder Mäuschen oder auch Jagdtiger oder Oho, ach, das hört ja gar nicht auf hier, mal so richtig schön abzuschmatzen. Wird jetzt jemand anderes sagen. Ist mir gerade nichts Besseres eingefallen. So, machen wir die Karte größer, zack, so. Und er fährt hier an eine Position, in der man Flugzeuge vom Himmel holen kann, sonst aber auch nichts. So. Oh, da haben wir schon. Oh, und da kriegt er schon die erste gedengelt. Zack, da gibt es schon mal 2 Stück auf den WZ da drin. 2 Granaten hat er noch. Kinder rein, hier, den kann er rausholen. Kann er rausholen? Jawoll! Und da haben wir 4 von 5 getroffen. Das heißt, 1100 Schaden haben wir gemacht. 560er Keller haben wir abgewehrt. Haben wir eine vom Petten KR abgewehrt, eine APCR-Schelle. Und wir haben den WZ haben wir schon mal rausgeholt. Da haben sie schon mal einen Spotter weniger. Die Jungs da drin. Jetzt der ewig dauernde Reload, ne? Ja, ist halt so. Oh, wer ist denn er? La Carotte Snipeus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hoffentlich ist das ein Franzose. Weil wenn nicht, dann will sie auch nicht. Also. So, schauen wir mal. Also, wie gesagt, das ist das Einzige, was du mit so einem französischen Autoloader wirklich machen kannst. Ne? Zweite Reihe oder sogar dritte Reihe und dann wirklich die Granaten an den Mann bringen. Oder an die Frau. Man weiß ja nicht, wenn ein Gegner Panzer drin sitzt. Ne? Und alles andere hier, nur vorne fahren und so weiter, ist einfach Kokolores. Ne? Der Oho mit HE, der drückt der eine und dann hast du schon gerade in die Buchsring geschissen. Ne? So ist das nun mal. Aber mal so richtig in die Buchsring hast du dann mal geschissen. Da kommt der KR jetzt rum. Mit dem haben wir doch noch ein Hühnchen zu rupfen, ne? Mein Freund. Ah, das wäre fast Kill gewesen. Nein, nein, nein. Jetzt kommt der Ammo. Jetzt kann man aber kennen. Komm. Jawohl, da haben wir ihn doch. Haben wir ihn doch. Jetzt hat er ein bisschen weniger getroffen als eben. Aber es ist egal. Er hat noch einmal Kill gemacht. Wir haben 2 Kills auf der Uhr. 1500 Schaden. Und jetzt geht's hier auf den Autoloader Scout. Auf den AMX 1305, der ist natürlich nicht zu verachten. Er hat 105er Kanonen drauf, denke ich mal. Ich kenne ihn selber ja nicht so, weil ich habe ihn selber nicht. Aber sonst würde er wahrscheinlich nicht
AMX 1305 herrscht. Ne? Das heißt also, die Kanone ist ungefähr so stark wie die DDR. Also, mit einer Mitteilung vom Handy. Zack, dritter Kill. So sieht's aus. So, dann sind wir bei 2100 Schaden. Dann machen wir die Jagd. Hat noch. Oh, das stimmt gleich sogar raus. Komm, komm. Und da fackelt er den noch ab. Das doch glaube ich nicht. Vierter Kill. 3000 Schaden. Geil. Oh, das macht doch richtig Spaß hier zuzugucken, wenn so ein Autoloader richtig gespielt wird, ne, so als Abschmatzer sich die Halbdoden zu schnappen, das macht doch Sinn, oder? So, jetzt haben wir hier oben noch die ganzen Heavys rumgurken. Jetzt gucken wir mal. Da hinten, Vorsicht, da hinten haben wir ein TD stehen, aber der kriegt auch schon Lack. Jetzt sehen wir mal, ne? Will er auf die TD feuern? Kommt er da durch? Mit AP? Ich glaub's ja fast nicht. Da haben wir doch ein Ziel. Guck mal. Zack. Kett gezogen. Zack. Kett gezogen. Zack. Weg ist er. Ja. Man muss aber auch jetzt dazu sagen, dass dieser T-34 so günstig gestanden hat, dass er dem einfach immer wieder die Fett ziehen konnte. Ich hab's gesagt. Er kommt mit den normalen Granaten bei dem gegnerischen TD dahin nicht durch, das kann er vergessen. Nicht frontal. Aber egal, wir haben jetzt 4000 Schaden auf der Uhr, wir haben 5 Kills. Dahin fährt Maus und Mäuschen. Die würde ich mir ja schnappen. Schön seitlich, mal so schön in safen. Aber hätte er jetzt noch geladen, könnte er schon ausdehnen. Naja, gut, aufpassen muss er. Ne, der Tiger guckt gar nicht nur ihm. Er will sich wohl das Mäuschen holen. Oder holt er sich jetzt den Tiger? Und der Tiger prallt noch ab. Das ist was, das haben wir jetzt gesehen. Das passiert euch mit 50-100 wahrscheinlich eher nicht. Und weg. Ah, die frisst er jetzt. Die Keller dort, die frisst er jetzt. Ja, das war mir und dann gleich das Munilager. Ja, schon mal Explosé. Ja? Es ist nur noch Maus und Mäuschen da, er muss noch immer nachladen, hat's Munilager repariert. Wie gesagt, also diesen Bouncer da eben vom Tiger 2, ich denke mal, mit dem 50-100 passiert euch das nicht. Da geht irgendwie alles durch, was da drin. Ja? Und die haben den hier extra so gebaut, bisschen mehr Panzerung, deswegen ist er ein bisschen schwerfälliger. Aber so Schüsse wie eben von dem Tiger, die prallen halt ach mal ab. Ne? Die Überlebensfähigkeit dieses Panzers ist einfach ein bisschen besser oder ein bisschen höher. Und jetzt kriegt er hier tatsächlich nichts mehr vor die Flinte. Weil, warum eigentlich? Haben die durchgekappt oder was? Jo, der 50-100 hat da hinten durchgekappt. Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Das hätte jetzt auch nicht mehr Sinn, oder? Mensch, jetzt war ich nochmal so da in dem Gefecht so drin und jetzt kappt der da hinten durch. Unglaublich. Also, das kann ja wohl nicht wahr sein. Gut, die Runde ist durch. Wir gehen in die Auswertung. Ja, und hier ist sie, die Auswertung. Ein Panzer, das hat er natürlich gefahren als Load hier. Ja, in einem 10er, 9er, 8er Match mit 5.500 Schaden und 6 Kills, dann kommt das schon hin, ein Panzer. Das Großkaliber, Panzermeisterschütze Krieger, 99.000 Piepen verdient hat er mit der Kiste. Und was hat er geschrieben? Erstes Panzer auf dem Sumua SM. Okay, ich würde sagen, wir gucken einfach mal in die detaillierte Auswertung. Er hat 25 Schuss abgehen, 22 davon haben getroffen. Das waren die paar Granaten da hinten rechts rüber auf den Petten KR, ne? Die sind ja durch die Gegend geflohen oder drin wie nix. 19, das ist natürlich auch krass, aber da kommen wir gleich dazu. 22 Treffer, 19 Mal durchschlagen, das macht Sinn. Da haben wir dann 5.500 Schaden gemacht, 1.500 auf einer Entfernung von über 300 Meter, deswegen hat er 8. Panzer Meisterschützenkrit. 880 hat er abgewehrt, ne? Das ist schon, die Musche mit AMX 50-100 Musche die mal schaffen, abzuwehren. Die 880, das wird schon ein Problem. 5 Minuten 39, das passt also weiter. Und er hat hier gespielt ohne Premium und verdient ohne Premium 94.000 Piepen. Jetzt gucken wir mal noch einmal. Okay, 99.000 Piepen ohne Premium. Und, ja, stimmt, hier haben wir ja noch die 5.000 dabei, ne? Personal Mission. Zack, da kommen wir hier auf 99.000 Piepen, am Ende gerade 65.000 draußen. Jetzt gucken wir euch mal an, wenn er hier mit Premium gespielt hätte, dann hätte er hier 146.000 Piepen verdient und hätte am Ende 118.000 hätte er hier rausgekriegt. Also das wäre schon auch wieder was für das Motto Geldmaschine, ne?
Okay, Tagessieg war schon drin. Da kriegt er 2200 Erfahrungspunkte raus. Jetzt gucken wir mal noch hier. 1643 Grunderfahrung, Freunde. Das ist ein Brett. Das ist ein Brett. Ja, das muss ich erstmal. Das muss ich erstmal durchgesät kriegen, das Brett da. Wahnsinn. Und gucken wir mal hier. Das sind Werte, die gehören dann in die obere Kategorie, wenn man Low Tier ist. Das würde ich mal sagen. Nicht schlecht, Herr Specht. Gut gespielt, ne? Gut, da gucken wir mal. Wen haben wir da low kannt? Haben wir da irgendeinen kannt? Your Unwanted Death. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. World of Tanks 110. Ach gut, super. Das sind natürlich alles Spezialspezialisten. Oh, wer ist denn er? Der Klappspaten. Das ist geil. Der Klappspaten. Das ist ein Mitarbeiter des Monats. Klasse, klasse. Alia, Barbarik da. Bibli-Bups. Keine Ahnung. So, Julian, zack. La Carotte Snipös, jo. Da, du bist auch La Carotte. Like King Tank, ja. Flippo Franco, Buddha, Königstiger, Königstiger Ass. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum nennt man sich so? Königstiger Ass. Mann, 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 Mann. Victor Freelancer, nee. Also der Königstiger Ass. Das gefällt mir gerade gar nicht, der Name. Weiß nicht. Aber das hier, das ist natürlich geil. Klappspaten. Den Holmer, das ist der Mitarbeiter des Monats. Ich bedanke mich bei Centurio für den neuen 8er Premium Heavy von den, wenn man es Heavy nennen kann, von den Franzosen. Lasst ihm einen Daumen da. Ihr habt die Eckdaten jetzt von dem Fahrzeug und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, euer Bambam. Tschüssikowski.